Ja, und darüber spreche ich jetzt im Studio mit dem FPÖ-Wien-Politiker Maximilian Kraus. Schön, dass Sie da sind, Herr Kraus. Danke für die Einladung. Ist natürlich ein Thema und eine Entwicklung, vor der die FPÖ schon lange warnt, die sich hier einmal mehr bestätigt. Was kommt da noch auf uns zu oder vielleicht auch, warum eskaliert in letzter Zeit die Gewalt derart stark auch in Wien? Ja, Sie haben völlig recht. Wir haben lange und immer davor gewarnt, dass eine falsche und unkontrollierte Massenzuwanderung nach Österreich und Wien genau zu solchen schrecklichen Situationen führen wird. Und jetzt ist genau das wieder einmal eingetreten. Wir haben es im kurzen Vorbericht gesehen, gestern eine Messerstecherei in Otterkring, wo ein Syrer tödlich verletzt wurde. Jetzt vor einigen Tagen eine schwere kriminelle Tat, wo offenbar ein Mann am helllichten Tag massakriert wurde, eben mit einer Machete. So etwas kannte man in Österreich bis vor kurzem als Waffe überhaupt nicht. Mit einer Machete ihm die Arme und Beine abgeschnitten wurden. Also ich glaube, das sind Bilder, wie man sie nur einerseits aus Horrorfilmen kennt, andererseits vielleicht aus den Drogenkartells in Mexiko, die sich gegenseitig bekämpfen. Und diese Zustände haben wir hier mit ÖVP und SPÖ leider nach Wien geholt. Diese Zustände haben wir jetzt, unter denen muss die Wiener Bevölkerung leiden. Und hier muss es schleunigst zu einem Umdenken kommen und dann diese Situation abgedreht werden. Aber glauben Sie, kann diese Situation noch abgedreht werden? Ja, also ich glaube, es ist jetzt einmal an der Stelle zu sagen, wir brauchen keine weitere Armutszuwanderung nach Österreich mehr. Wir nehmen unter dem Deckmantel des Asyls keine weiteren illegalen Zuwanderer auf. Wir haben ja leider einen ÖVP-Innenminister, der immer viel verspricht, aber im letzten Jahr über 100.000 Asylanten in Österreich hereingelassen hat. Allein im März haben wir die aktuellen Zahlen jetzt bekommen, waren es wieder über 10.000. Das heißt, hier wird viel von der ÖVP, von der Bundesregierung versprochen, aber passieren tut gar nichts. Und in Wien gibt es mit Bürgermeister Ludwig natürlich einen kongenialen Partner, der die allermeisten Asylwerber in Österreich nach Wien lockt, Sozialleistungen, Wohnungen, Hilfsgelder ab dem ersten Tag zur Verfügung stellt und damit eine Magnetwirkung schafft für illegale Zuwanderer. Und das muss schleunigst beendet werden, ja. Mhm. Das heißt aber, es passiert ja, wir haben ja weiter die illegale Einwanderung. Man kann ja da, auch Österreich kann im Grunde nichts dagegen tun. Die Menschen kommen ja, kommen auf illegalen Wege ins Land. Ja, die Menschen kommen, wenn man sie kommen lässt und mit einem echten Grenzschutz, der die Menschen noch zurückweist und nicht nur an der Grenze empfängt und dann auf Österreich aufverteilt, dann wäre das sehr wohl möglich. Es bräuchte nur den politischen Willen, das zu tun. Und hier sind wir Freiheitlichen die Einzigen, die das ernst meinen und wo die Bevölkerung auch weiß, dass wenn wir in Regierungsverantwortung wären, dass auch tatsächlich passieren würde, weil dieser Fall, der jetzt hier passiert ist, dass ein Mann in einer U-Bahn-Station die Arme und Beine abgeschnitten wurden von seinen angeblichen Drogengangs, Konkurrierenden oder anderen Menschen aus seinem Milieu, der ist, glaube ich, ein Beispiel, wo die Wienerinnen und Wiener mal wieder sehen, wie falsch es läuft. Und oftmals wird ja versucht, diese Dinge zu verschweigen. Und es ist gut, wenn es hier eine breite mediale Berichterstattung gibt. Wir sehen ja, in den Umfragen liegt die FPÖ jetzt immer besser, zum Teil auf Platz 1, jetzt nachdem auf Bund oder Länder. Was würden Sie denn tun, wenn im Bund, wenn die FPÖ im Bund wäre? Was könnte, würde die FPÖ unternehmen, um solche Entwicklungen zu unterbinden? Also ich glaube, der erste Schritt, der mal sofort gesetzt werden müsste, ist eben keine weitere Zuwanderung zulassen. Die Grenzen effektiv zu schützen und Menschen, die versuchen, sie zu übertreten, nicht zu registrieren und auf Österreich aufzuteilen, sondern zurückzuweisen und zu sagen, halt, wir nehmen niemanden mehr auf. Der zweite Schritt wäre eben genau diese kriminellen Migranten aus Afghanistan, Syrien, dem nordafrikanischen Bereich, die wir hier ja immer durch die Medien gehen sehen, auch tatsächlich zurückzuführen. Wir erleben ja oftmals, dass diese Leute hier kriminell werden, wie auch die Mörder der Leonie, die drei Afghanen waren, die alle vorbestraft waren, allerdings trotzdem trotz Vorstrafe in Österreich bleiben können und dann, falls sie ihre Haft einmal beendet haben, auch wieder sofort kriminell tätig werden können. Hier braucht es Rückführungsabkommen, hier braucht es die Situation, dass diese Täter Haftstrafen auch nicht in Österreich absitzen dürfen. Für die ist das österreichische Gefängnis ja oftmals gar keine echte Strafe, sondern tatsächlich in dem Fall von dem Syrer oder auch in dem Fall von den Nordafrikanern es hier Möglichkeiten geben muss, dass die ihre Haftstrafen auch in der Heimat absitzen. Weil ich glaube, in einem algerischen oder syrischen Gefängnis geht es etwas anders zu als in Österreich. Und da würden sich diese Leute vielleicht auch mal überlegen, was sie hier tun. Ah, aber die Länder werden wahrscheinlich nicht besonders interessiert daran sein, diese Menschen zurückzunehmen. Erstens, weil sie kriminell sind, zweitens, weil es ja Geld kostet, sie auch dort im Gefängnis unterzubringen. Da haben Sie völlig recht, aber da muss es einfach die politische Willensfindung geben, auch auf diplomatischer Ebene Lösungen zu finden, das zu ermöglichen und hier nicht weiter eine Situation zu haben, dass es so unfassbare Zustände gibt, weil es wird ja nicht besser, das wird ja immer schlimmer. Und ich glaube, jeder, der Wien lange kennt, der weiß, dass Wien einmal eine sehr lebenswerte Stadt war, in der man sich auch in der Nacht und am Abend und in der U-Bahn und an öffentlichen
Orten durchaus sicher fühlen könnte. Aber gerade von Frauen, von jungen Menschen bekommt man immer mehr mit, dass es keine Stadt mehr ist, wo man am Abend joggen gehen kann, wo man in der Nacht sicher mit der U-Bahn fahren kann, weil es eben derart unfassbare Zustände gibt und eine Politik, die das leugnet oder schönredet, die ist jetzt wirklich nicht mehr angebracht und da muss umgedacht werden. Jetzt, was die Stadt Wien betrifft, welche Maßnahmen fordern Sie denn? Wir haben ja jetzt eine pink-rote Stadtregierung, Sie haben da jetzt nicht viel Einfluss, aber was sollten die tun oder was würden Sie hier in Wien unternehmen? Na, das Problem ist, dass Exekutive verstärken, würde das was bringen? Absolut, also wir bräuchten natürlich mehr Polizisten, wir bräuchten auch aber andere Strafrahmen und wir brauchten eben die Situation, dass Menschen, die einmal kriminell werden und keine Staatsbürgerschaft haben, auch tatsächlich das Land verlassen müssen und nicht wie eben beispielsweise im Fall der Mörder der Leonie einfach weiter hier bleiben können, einfach weiter im geförderten Gemeindebau leben dürfen, einfach weiter Sozialhilfe beziehen. Das heißt, hier ist natürlich die Politik gefordert, auf Landesebene der Bürgermeister, aber auch auf Bundesebene die ÖVP, hier endlich nicht nur anzukündigen, sondern auch Dinge umzusetzen, weil Bandenkriege, Messerstechereien, Machetenmorde, das sind Zustände, die wir in Wien definitiv nicht brauchen. Mhm. Interessant auch, beide Male sind eigentlich fast alle Täter geflüchtet, obwohl es im öffentlichen Raum passiert ist, zum Teil in Anwesenheit von anderen Menschen, die das beobachtet haben. Was läuft denn da falsch? Der eine Algerier im Fall, der ist ja in den Donaukanal gesprungen, wurde dann gefasst, aber man kriegt nichts aus ihm heraus. Wie würden Sie da etwas ändern? Ja, der Schlauste dürfte nicht sein, wenn er versucht hat, im Donaukanal zu fliehen. Da haben seine kriminellen Mittäter anders gemacht. Aber es zeigt, dass wir hier uns ja in einem Bereich des Drogensmilieus wiederfinden, wo angeblich diese Gegend des 20. Bezirkes normalerweise von tschetschenischen Gangs kontrolliert wird, wie wir den Medien entnommen haben, jetzt offenbar sich dort auch algerische Gangs breitmachen wollen und wir hier ethnische Drogenkonflikte haben, die völliger Wahnsinn sind und unter denen die Passanten, die Bürger leiden. Und ich glaube, man kann da auch in diesem konkreten Fall den Menschen, die das gesehen haben, keinen Vorwurf machen, dass sie nicht eingeschritten sind. Weil wenn dort die Tschetschenen und die Algerier mit den Macheten aufeinander losgehen, da kann man nichts anderes tun, als die Polizei zu rufen und mitunter auch die Polizisten leid und in der Folge die Justizwachebeamten leid, die da mit völligen neuen Kriminalitätsbildern konfrontiert sind, die wir so in der Form ja nicht kannten. Also die Polizei muss auf jeden Fall aufgestockt werden. Und ja, ganz genau. Wir brauchen mehr Exekutive, wir bräuchten strengere Haftstrafen, wir brauchen Rückführungen, wir brauchen Zurückweisungen an den Grenzen und wir brauchen ein Ende davon, dass nur geredet wird. Wir brauchen Handlungen, Remigration und Abschiebungen. Ja, dann vielleicht noch kurze Frage am Schluss. Befürchten Sie, dass solche Zustände wie in Wien sich auf andere Teile Österreichs ausbreiten? Ja, also ich glaube, wir hatten ja auch beispielsweise in Linz schon zu Silvester nicht ganz so dramatische, aber auch sehr heftige Bilder, wo angebliche Jugendgangs, in Wahrheit sind es dann ja doch fast immer Migrantengangs, kriminell tätig geworden sind. Jetzt hatten wir diese neue Eskalationsstufe in Wien mit dem Machetenmörder, der wirklich eine unfassbare Tat ist, die es so, glaube ich, noch nie in Wien gegeben hat. Und das wird sich natürlich auch fortsetzen. Das wird sich in Wien fortsetzen, das wird sich in anderen Bundesländern fortsetzen, wenn die FPÖ es nicht schafft, in die Regierung zu kommen und dem einen Riegel vorzuschieben. Dann danke ich Ihnen vielmals fürs Kommen, Herr Kraus. Und bleiben Sie noch ganz kurz bei mir. Wir wechseln jetzt das Thema, kommen zu Breaking News.